Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von ShopGeep. Wir sind ja in der letzten Folge immerhin schon mal so weit gekommen, dass wir Knochenbrecher, Gedönse, Rüstung kaufen konnten. Und jetzt geht die weg wie Brot. So, deswegen bestellen wir kurz eben ein Set nach. Auch wenn es jetzt nur wieder ein Kürzevergnügen werden wird. Die Diebstahlsicherung ist immer noch aktiviert, das heißt alles Roger in Kambodscha. Jetzt habe ich Schuhe bestellt und keine Hose. Das ist natürlich auch wieder grandios. Dann order wir halt eben nochmal ein bisschen Hülse. Stiefel und den Gürtel müssen wir noch an Mann bringen. Wieso kommen die eigentlich alle und gehen nicht? Der braucht ganz eindeutig Stiefel. So, Auftrag bestätigt. Das heißt, wir können einen neuen nehmen. Okay, das können wir noch nicht nehmen. Machen wir das mit den Äxten mal. Die Rüstung geht ja schon wieder weg, wie die warmen Semmeln. Holzschild. Na, blöd. Aber die Handschuhe können wir wegpacken. Mal schon direkt wieder mal zwei kommen lassen. Riecht euch doch nicht so auf, der ist es selber schuld. Ist echt nicht gut fürs Geschäft, wenn ich hier ständig irgendwelche Leute töte. Na gut, aber so viele waren es jetzt auch nicht, die weggerannt sind. Immer noch besser, als wenn sich dieses Diebesgesindel hier frei bedient. Ach ja, die Bestellung ist ja noch gar nicht abgeholt. Schewupp. Frostaxt. 5 von, also 0 von 5. Ja. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das fertig haben. Thank you. Schuhe passen auch nicht mehr rein, okay. Machen wir mal eine Runde durch Müll hier. Noch scheint ja alles ruhig zu sein. Verstohlenes Schuld. Verstohlenheitsschulterpanzer. Okay, hat keiner eingebrochen. Packen wir erst noch meine Kiste hier. Wieso kauft denn keiner diesen Holzbuckler? Der ist doch total bucklig. Ich sollte die öfters grillen. Darauf reagieren die anderen, glaube ich, nicht. Wenn ich mit dem Schwert kaputt haue, dann reagieren die eher schon.
So. Packen wir es einfach dahin. Oh! Die Diebstahlsicherung hat ausgelöst. Irgendjemand wollte da böse sein. Tja. Das kommt davon. Apropos, können wir eigentlich schon... ...350 kostet die nächste Stufe. Boah. Das ist halt schon echt teuer. Vorne sieht es noch gut aus, ne? Ja, der Bestand hält. Ich freue mich schon auf den Winter so ein bisschen. Der hat gut zugelangt. Noch nichts verkauft. Die Buckler sind gut weggegangen. Da sollte ich mal 4 Stück nachbestellen. Okay, die Diebstahlsicherung ist wieder aktiv, das ist sehr schön. Langsam reicht's aber hier mit dem Klauen, Freunde. Lederhandschuhe hat das geklaut. Ich glaube, ich werde bekloppt, ey. Wenn die mal wenigstens was Wertvolles klauen würden, dann hätte ich ja vielleicht... ...nochmal Verständnis dafür. Nein! Das war leider ein Unschuldiger. Das kann ja mal passieren, Freunde. Naja, wir räumen es mal weg. Wir brauchen ganz dringend mehr Teppiche, wo wir die Toten runterkehren können. So, die Buckler packen wir mal hier hin. Stiefel und Hose haben wir noch. Ja, die geben jetzt ein bisschen mehr Gas mit dem Clown irgendwie. Wieder einer. Naja. Sogar den dicken Gürtel hier.
Lederstiefel haben wir da. Hose können wir noch mal einmal, genau. So. Ich finde die Sortierung so schon ganz schön, eigentlich. Nur unsere Waffenabteilung müssen wir hier halt echt nochmal überdenken. Die sollte man vielleicht tatsächlich hier hinten so hinbringen. Das heißt, wir reißen mal ganz kurz eben alles weg. Vielleicht können wir den Roboter dann hier in der Mitte platzieren. Vielleicht reagiert er dann, aber 50 ist mir da eigentlich immer noch zu teuer. So, jetzt bauen wir dann mal hier die Waffenracks hin. Ja. So, jetzt stimmt's, glaube ich. Klink. Da machen wir mal ein schlichtes Schwert hier. Eins da, eins hier, eins dort. Zwei Händer wollte ich da eigentlich haben. Die Frage ist, was können wir denn jetzt noch an Waffen bestellen? Ein Speer, also 5 Stück brauchen wir. Wir haben jetzt gerade aber tatsächlich nur 4. So, das sind die Beehänder. Dann haben wir hier die Äxte. Die anderen müssen wir mal kurz eben bestellen. Den Rest füllen wir dann einfach mal nach. Sonst haben wir, glaube ich, nichts Neues hier im Angebot. Das heißt, den Rest können wir erstmal lassen. So, die Stiefel haben wir. Das Ding ist voll. Okay, 6, 8 Gürtel und 3, 4, 5, 6 mal Handschuhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Davon brauchen wir bestimmt auch noch was. Die bestellen wir mal einfach mit. Noch ein Gürtel und zweimal Lederstiefel. Dann brauchen wir noch zweimal Eisenharnisch, dreimal Eisenharnisch. Einmal Lederharnisch und einmal diese Knochenrüstung. Lederharnisch. So, dann müssen wir gleich mal gucken, wie das mit dem Rest hier aussieht.
Oh, zweimal hätte ich gebraucht tatsächlich. Die Hose. Panzerhandschuhe als zwei. Und zweimal den Gürtel. Okay, das heißt, uns fehlen jetzt noch einmal die Knochenhandschuhe. Fünfmal die Dinger. Und einmal die Stiefel. So, das ist dann alles. Dann können wir aufmachen. Und noch einen normalen Harnisch. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüssikowski.